Willkommen wieder zurück hier auf meinem Kanal, hier euer Berliner. Leider in der letzten Aufnahme bei mir ein Absturz passiert, deswegen musste ich jetzt nochmal anfangen. Ich habe dieses Auto gekauft, habe es ein bisschen auf Chrom-Manier gemacht und wir werden jetzt das erste Rennen fahren. Hier. Da hat das erste Rennen schon gezählt? Nee, hat er noch nicht gezählt, sehr schön. Okay, es geht los. In den Berner Alpen. Stadtplatzstrecke. Wir mit dem Pickup, Leute, mit dem F-150. Da haben wir ein sehr schönes Auto, sehr schönes Auto. Und wir werden gleich loslegen. Da sieht das schön in Chrom gehalten. Großen Walzen drauf. Keine Spalttabletten. Oh, das geht los, Leute. Der rechts sieht auch cool aus mit dem Dino drauf. So, und wir legen sofort los hier. Wir legen hier einen Start hin, den man nicht vergleichen kann. So, und was ich festgestellt habe letztes Mal, wie schön abgestürzt ist, ihr merkt es schon selber, das Ding lässt sich schweineschwer abbremsen. Wenn man hier auf die Bremse tritt, dann hat man das Gefühl, da tut sich nichts, Leute. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Strecke war. Ich war letztes Mal schon am Gewinn, ich war auf Platz 1. Und bin dann immer besser geworden, also... Seht ihr jetzt auch selber. Übrigens habe ich immer noch alles auf Profi-Einstellung. Ich habe nichts umgestellt wieder. Und man sieht, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Kisten lassen sich echt schwer fahren. Muss ich leider Gottes sagen. Und gleich kommt die lange gezogene Kurve hier. Und danach geht es richtig ab. Oh, die Sonne blendet hier in dem Spiel. Ja, unglaublich. So, jetzt musste man ganz schön runter vom Gas. Habt ihr ja selber gemerkt, wir sind im Moment auf Platz 4. Das ist recht gut. Aber die Strecke ist echt, die hat es in sich. Und dieses Auto lässt sich so schwer abbremsen. Aber wir stellen es auch recht gut an. Dafür, dass wir immer noch mit Tastatur spielen, Leute, hat's was. So, wir sind nun auf Platz 3. Oh, wir rutschen so ein bisschen schon, merkt ihr das? Und deswegen, also wir müssen hier echt aufpassen. Die Kisten lassen sich echt schwimmig fahren. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das Heck bricht aus. Aber es macht einen Heidenspaß. Was ich geil finde, ich weiß gar nicht, ob es im Video so cool drüber kommt, weil ich ja hier auf 4K-Monitor spiele. Die Spiegelung im Innerscheibe, die sind einfach ultra geil. Oh, jetzt seht ihr schon selber, wenn man die abbremst. Man hat kaum eine Chance, also. Das Ding braucht eine Ewigkeit, bis es zum Stehen kommt. Was echt heftig ist. Aber wir sind jetzt Platz 1, Leute. Auf Platz 1 und wir haben uns schon einen kleinen Vorsprung rausgefahren. Und wir sind, wie gesagt, in der zweiten Rennserie. Mit diesen schicken Pickups. Oh, die Kurve war schlecht gefahren, Leute. Ich muss hier echt aufpassen mit den Autos, muss ich echt sagen. Ihr merkt es schon selber. Das Ding blendet. Man sieht teilweise noch nicht mal die Straßenmarkierung dann. Finde ich sehr geil. Aber ich denke mal, es wird im Video nicht so rüberkommen. Und das Licht, weil es ja nur Full HD ist. Was aber auch vollkommen reicht. Aber ich muss sagen, auch im 4K mit einer 1080 GTX. Läuft das Spiel echt flüssig, also es läuft echt gut. Und ist schon Hammer, also. Sieht schon cool aus, also muss ich echt sagen. Gefällt mir richtig gut. Wir haben noch zwei Runden vor uns, also die Runde und die nächste Runde. Und dann sind wir im Ziel. So, und wir haben einen guten Abstand rausgefahren. Der hat schon selber, wie ich auf der Tastatur rumklicke. Aber ich denke mal zum Wochenende. Oder jetzt die Tage, sagen wir es mal so, werde ich definitiv endlich mal das Lenkrad anschließen. Das werde ich definitiv machen, weil es macht einfach Spaß. Ihr seht das schon selber, ich gehe in die.
in die Klötzer und ich fahre immer noch, rutsche komplett raus aus meiner optimalen Spur. Das ist echt heftig, Leute. Aber eigentlich haben wir im Moment einen guten Vorsprung. Die fahren jetzt erst in die Kurve rein, wo wir schon raus sind aus der Kurve. Das Ding lässt sich echt böse um die Kurven bringen. Jetzt habe ich recht gut rumgekriegt, die Kurve. Wir haben auch wieder ein Stückchen Vorsprung rausgefahren, Leute. Aber ich habe jetzt ziemlich weit runter gedreht, die Bremse. Also ziemlich weit runter gebremst, das habt ihr auch gehört. Ich wollte hier nicht so lang heizen in der Kurve. Das war schon. Muss mal gucken, hat sich das schon wieder verstellt? Im nächsten Rennen mal nachgucken, Leute. Das wird Heck ausgebrochen, habt ihr gemerkt? Also schon eine mächtige Umgewöhnung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist schon geil, also macht echt Spaß. So, eine Runde noch? Nee, das war's, die Runde. Habe ich jetzt gerade erst gesehen. Die Runde ist vorbei und wir sind auf dem ersten Platz gelandet. Danke! So, wir werden gleich rangehen ans nächste Rennen. Da haben wir es. Einnahmen, Mods, haben wir keine erhalten. Und wir steigen so langsam in Level, dann kriegen wir diesen coolen alten Volvo. Oder Kohle 30.000. Wollen Sie eine lustige Herausforderung oder Ihre Gewinne erhöhen? Versuchen Sie es mit Mods. Mit Mod, okay. Will ich aber nicht, ich heb mir die auf. Und so, und es geht los. Wir sind in Prag. Und wir haben das nächste Rennen, Leute. Ich guck mal nach. Ich komme da nicht in die Einstellung. Doch, jetzt. So, Fahrhilfen. Hier lässt sich die Länge der Rennen ändern. ABS-Bremse machen wir mal und aus. Lenkung normal, Traktionskontrolle machen wir mal auch aus. Automatik muss ich im Moment noch anlassen. Tunen und upgraden. Okay. Upgrade Shop. Okay, kann ich nur einige Sachen upgraden? Da können wir den Motor raufhauen. Luftfilter. Was haben wir denn hier? Ansaugsystem. 9 kW minus. Okay, wir lassen es mal. Ich mich erst reinfummeln. Ne? So. Und es geht los. Und wir nehmen wieder das schicke Auto von uns. Ach nee, da wollte ich doch gar nicht hin. So, jetzt wollen wir zum Rennen. Mal sehen, wie das Auto jetzt schon fahren lässt. Ich stelle immer nach und nach immer mehr aus. Obwohl dieses Fahrzeug jetzt schon recht kompliziert, also doof zu lenken war. Ui, ist ein bisschen dunkler jetzt, Leute. Kein Sonnenschein. Und wir gehen ab wie Schmutzkatze. Wir sind schon auf Platz 1, vom letzten Platz aus gestartet, Leute. Oh, sehr schön. Nicht optimal, aber wir sind noch im Rennen. Wir haben uns nicht verabschiedet. Das Auto lässt sich jetzt noch mal anders fahren, muss ich ganz ehrlich gestehen, Leute. Ich muss erstmal gucken, die Strecke. Ich kenne die, wie gesagt, noch gar nicht. Und alles die ersten Rennen, die ich jetzt hier fahre. Warte, bleiben wir ein bisschen hinter ihm. Zwei Runden sind es ja nur. Wahrscheinlich sind so recht lange Runden.
kann ich es besser lernen. Boah, er zieht jetzt vorbei. Nee, er zieht nicht vorbei, Leute. So, da haben wir es. Gut gefahren, glaube ich, die Kurve. Ein bisschen mehr entfahren kann, aber krass, Leute. Lässt sich schon gewöhnungsbedürftig lenken. Lackschaden. Wir haben auch inzwischen wieder einen Abstand rausgefahren, einen guten Abstand rausgefahren, Leute. Da seht ihr selber, ich drücke gerade voll auf die Rückwärtstaste, Bremstaste. Aber man merkt davon nichts. Und wir fahren der Konkurrenz davon. Müssen wir gucken, wo ich die KI stärker machen kann, Leute. So, und wir sind dran. Sauber, wir haben einen mordsmäßigen Vorsprung schon. Bin schon sehr gespannt. Viel zu schnell um die Kurve, Leute. Jetzt werde ich eingeholt, so wie es aussieht. Das sieht nicht gut aus, Leute. Ja, sie holen ein bisschen auf jetzt, ist klar, bei der Katastrophenkurvenlage, die ich gerade gefahren bin. Aber es sieht trotzdem noch gut aus. Ich habe immer noch einen guten Vorsprung. Okay, sieht gut aus. Ich fahre gerade so einen kleinen Vorsprung wieder raus. Ihr seht es ja schon selber, also das Fahrzeug lässt sich jetzt wesentlich anders fahren, also nicht mehr so, ja, nicht mehr so automatisch teilweise runtergeräumt. So kam einem das vor, obwohl es ja nicht so der Fall war. Aber ich habe jetzt auch die Traktionskontrolle ausgemacht. Ist schon ein anderes Fahrgefühl. Man muss mehr machen, auf jeden Fall. War nicht gut. Ihr seht das schon selber, also die Kurven fahre ich im Moment nicht so gut hier mit dem Auto. Lässt sich wesentlich komplizierter fahren. Und nein! Nein, Getriebeschaden! Achso, ich kann ja zurückspulen. Vergesse ich jedes Mal. Nein, das war's mit dem Zurückspulen? Nein! Weiter zurückspulen. So, okay. Ah, sehr schön. Na gut, wollte ich eigentlich nicht machen, aber wir machen es jetzt einfach mal, Leute. Da habe ich eine Menge Triebe versammelt. Aber die Konkurrenz ist nah dran an uns. Das soll es eigentlich nicht sein. Wir sind gleich auf der Zielgeraden. Und dann haben wir wieder den ersten Platz eingefahren. Schön in die Kurven geheizt hier. Nein! Ich wollte was testen. Nein, schon wieder. Ich hätte weiter zurückspulen müssen, Leute. So, da fahren wir hin. Eigentlich wollte ich diese Spulerei nicht verwenden. Man neigt dann dadurch auch dazu, neue Sachen auszuprobieren oder anders zu fahren. Und wir sind im Ziel. Sehr schön. Ja,
Ja, nicht schön. Also wirklich, war wirklich ein schönes Rennen. Wir werden uns später jedenfalls alles nochmal ganz anders einstellen. Mal sehen, ob wir die KI höher stellen können. So, und das nächste Rennen, würde ich sagen. Dann sind wir Level 3, müssten wir dann sein. Oder jetzt ist schon, ne? Ja, Level 3. Wir können jetzt das Auto, was wir haben wollen. Kohle oder das Auto? Ich würde sagen, Kohle nehmen wir. Mehr Geld ist immer eine kluge Entscheidung. Oh, danach kommt ein schöner Mazda. Ein RX-7. So, und wir haben das letzte, nee, das vorletzte Rennen in dieser Quali. In dieser Serie, sagen wir es mal so. Landrennen, Maple Valley Raceway. Und wie es hier weitergeht, werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Schreibt mir in den Kommentaren, wenn ihr Bock habt. Und somit sage ich schön mit, bis zum nächsten Mal, euer Berliner. Bye, bye.